Boah, 3,1 Millionen Aufrufe, 176.000 Likes. Was ist das für eine Maschine? Das Ding schneidet die Gärung wie Butter. Aber wo kriegt man denn sowas her? Hä? Die perfekte Gärung, ein Traum für Heim- und Handwerker. Und auch wir haben uns schon viele Methoden angeguckt. Wie können wir sie erreichen? Die perfekte Passform. Wäre es nicht genial, wenn wir wie im Video einfach sauber wie durch Butter das Holz schneiden und die perfekte Passform haben? Aber wo gibt's sowas? Eine Gärungsstanze. Moment mal, es hat doch eben geklingelt. Der Postbote hat mir eine schöne Palette gebracht und ich wäre ja nicht ich, wenn ich mir nicht einfach eine Gärungsstanze völlig blind bei eBay Kleinanzeigen gekauft hätte. Und das Beste vorweg, ich weiß natürlich nicht, wie das Ding aussieht, aber anders als bei anderen Maschinen hat die Maschine nur 294 Euro netto gekostet. Das ist ja erstmal halbwegs günstig im Verhältnis von Maschinen. Bevor wir lange rumlabern, wir sägen da rein. Schneiden wir den Lachs mal auf. Das ist mit ziemlicher Sicherheit nicht das richtige Werkzeug, um diese Dinger hier zu entfernen. Aber mir ist bis jetzt nichts Besseres eingefallen. Ja. Gottes Willen. Na gut. Perfekt. So weit, so gut. Unsere Morsö ist soweit erstmal ausgepackt. Die Maschine kommt tatsächlich aus Dänemark. Und eine Sache ist klar, sie steht jetzt noch auf der Palette und das ist der Part, wo ich schon viele meiner Maschinen zerstört habe. Sie irgendwie da runterbekommen. Tja! Ich kann sie überhaupt nicht anheben, also gar nicht. Das bedeutet, dass sie auf jeden Fall extrem schwer ist. Die Frage ist, ob wir sie jetzt eben mit meiner Seilwinde runterheben und riskieren, dass ich sie zerstöre, oder wir lassen sie einfach erstmal hier drauf stehen. Stehen lassen. Okay, wir gucken uns das Ding mal an, weil eine Sache ist klar. Jonas, wo ist der Stecker? Ich bin auf ganz wunderbare Art und Weise ein maximaler Vollidiot. Ich kann die Maschine nicht hochheben, während ich auf der Palette stehe, weil die Maschine auf der Palette festgeschraubt ist. Überraschung. Das sieht man allerdings nur von hier hinten. Und da sieht man auch schon, dass die Maschine mit einem Akku betrieben ist. Der Akku in dem Fall bin ich der Mensch. Aber zuallererst holen wir uns jetzt mal einen Akku-Schraubendreher, drehen das runter und ich probiere nochmal mit meinen maximalen Kräften dieses Gerät anzuheben. Weil ich meine, wenn ich nicht völlig täusche, dass 90 Kilo auf dem Versandschein stand. Aber ist ja klar, wenn ich versuche, mich selber mit hochzuheben, dann ist es ist einfach nicht möglich. Dann wollen wir mal. Einmal. Zweimal. Und jetzt anheben. Der erste Test. Ja, Überraschung, jetzt geht es. Komm, wir probieren die hier runterzuheben. Ah! Ja, ohne Unfall. Wir sehen schon, wie im Video haben wir hier ein Messer. Bevor wir uns das aber angucken, haben wir hier so ein Anschlagsystem. Das heißt, wir können... Oh Gott, wer hat das festgedreht? Oh Gott, ein Anschlagsystem, was es uns möglich macht, verschiedenste Gärungen herzustellen. Also nicht nur 2x45 Grad, sondern ganz viele verschiedene Winkel, indem wir das hier verstellen. Ich stelle das jetzt mal auf 90 Grad ein, weil das wäre jetzt so das Erste, was ich testen wollen würde. Also 2x90 Grad. Die Linie hier ist auf jeden Fall ein bisschen gedacht. Jetzt sehen wir aber auch viel besser das Messer. Und das bedienen wir hiermit. Wenn wir hier drauf treten, fährt das Messer. Oh, Alter! Oh, wie das passt. Das ist einfach nervenaufreibend. Das Messer passt da perfekt rein. Und lässt sich ganz einfach hier runterdrücken. Und im Prinzip schneiden wir dann hier unsere Gärung ab.
Aber wie das passt! Was man aber auch sieht, ist jede Menge Dreck und... Oh oh. Oh nein, bei dem Messer fehlt einfach hier und auch auf der anderen Seite die Spitze. Oh nee, ich weiß nicht, ob das dann noch richtig schneidet. Oh, ist auf jeden Fall scharf. Ich glaube, wir machen das erstmal sauber und dann probieren wir damit zu schneiden. So, wir nehmen einfach ein bisschen was von unserem Reiniger. Sprühen das hier mal überall so ein bisschen drauf. Und heute nehmen wir eine Zahnbürste. Und gucken mal, was wir hier runter reinigen können. Wie geht's? Das ist auf jeden Fall schon mal ein Riesenunterschied. Ich würde gerne noch mal ein Schild finden, wo drauf steht, wie alt das Ding ist. Aber dafür, dass es saualt ist, sieht es jetzt nice aus. Ich habe aber jetzt keine Lust mehr, sauber zu machen. Ich möchte wissen, ob das geht. Deswegen habe ich jetzt einfach erstmal dieses Reststück, ja, Fichte hier. Und das wollen wir jetzt einfach mal abschneiden. Und auf dem Dach wird gearbeitet. Es sind keine Gespenster. Oder es ist Rumo. Du Lümmel, kannst doch nicht einfach Holzreste klauen. Oh je, ihr seht, er ist immer noch ein kleiner Schisser. Und das Frau Marlies. Oh, du warst ja lange nicht in der Werkstatt. Oh, Zahn ausgeschlagen. Oh, ihr beiden seid kleine Stinker. Oh, was war das? So, wir... die fressen hier nur alles raus. Das gibt's ja nicht. Also, wir wollen was abschneiden. Das machen wir jetzt. Wir sind jetzt noch bei 90 Grad wie eben. Das bedeutet natürlich, dass wir jetzt keine Gärung schneiden, sondern 90 Grad. Wir gucken einfach mal, was jetzt passiert, wenn ich das hier runterdrücke. Vor allem, weil ja auch die Ecke fehlt. Und los geht's. Das ist ja sensationell. Wie scheiße ist das denn geworden? Moment. Vielleicht war das ein bisschen zu viel des Guten. Ein bisschen weniger. Ja, herrlich. Ach ja, der schöne Ausriss. Nee, also das funktioniert so nicht. Also 45 Grad wird so natürlich auch nicht klappen, weil wir können nur diese Mini-Ecke abschneiden. Ich probiere das mal eben aus. Ob das denn jetzt geht? Ja, ist klar. Eiche geht natürlich viel einfacher als Fichte. Das ist natürlich absolut einleuchtend. Oh, der Sound. Also das geht. Wie kommen wir überhaupt nicht dran? Wie geht das? Neben den Anschlägen haben wir auch noch diesen Hebel hier. Den muss ich runterdrücken und dann... Wow, okay. Wow, okay. Also wir können mit diesem Hebel, das ist ja geil gemacht. Mit diesem Hebel hier können wir die ganze Stanze näher ranbringen. Aber schneide ich jetzt nicht in den Anschlag? Oh, das... Doch, deswegen geht es nicht. Deswegen fehlt eine Ecke im Messer. Wenn man das letzte nimmt... Ist man zu nah dran? Gucken wir mal mit dem vorletzten. So könnten wir schneiden. Ja, das geht. Aber deswegen fehlt die Ecke, weil wenn man hier in den vorletzten, in den allerletzten reingeht, dann crashen wir hier. Man sieht es ganz, ganz leicht da in den Anschlag rein. Deswegen lassen wir das. Jetzt habe ich auch perfekt 45 Grad eingestellt. Da ist nämlich eine andere Markierung. Da musst du mal ein bisschen genauer hingucken. Jetzt müssten wir Stück für Stück hier was abschneiden können. Alter, das Ding zwackt da durch, als wäre das nichts. Einmal noch. Zack. Bumm. Eben ist so ein leichter Versatz stehen geblieben. Deswegen habe ich jetzt diesen Anschlag auch mal auf 45 Grad gepackt, sodass wir hier vielleicht nicht, ja, einhaken und schneiden das jetzt nochmal.
1. Es ist auf jeden Fall extrem, was das Ding mit einem Schnitt absäbeln kann. Aber es bügelt sich ein bisschen um. Wir gucken, ob ich das hier rüberschieben kann. Oh, das war zu viel. Ne, das reißt hier aus. Das klappt jetzt erstmal überhaupt nicht toll. Die Schnittfläche an sich ist super glatt, aber hier oben franzt es halt komplett aus. Und das wäre die Außenseite unserer Gärung. Die sieht absolut fürchterlich aus. Mit dem geraden Anschlag sogar noch schlimmer als mit dem, wo nur einer gerade war und einer schief. Nichtsdestotrotz können wir das so natürlich nicht verleimen. Und hier sieht man sogar, dass das Teil ein bisschen verrutscht ist und schief ist. Also das geht so leider ja, erstmal noch gar nicht. Der Verkäufer meinte, es funktioniert alles einwandfrei. Naja, eher nicht so. Im Moment vertüdelt sich was hier im Anschlag. Deswegen bauen wir uns einen neuen. Ich fahre das mal nach vorne. So weit, bis wir aus diesem Stück eine ganz kleine Ecke rausschneiden können. So. Das mache ich jetzt einfach mal. Zack, das ist jetzt unser neuer Anschlag und daran legen wir jetzt das Stück von eben an und schneiden uns eine Gärung. So, dann wollen wir mal. Hoppla. Oh Gott, mein Anschlag. So, und jetzt müssten wir erstmal einen kleinen Schnitt noch. Zack. Hier steht jetzt nichts mehr über, das ist absolut sauber, aber ich fühle, und man sieht es sogar auch, diese Rille hier und ich befürchte, das ist das kaputte Messer. Dadurch, dass der Rest so sauber geschnitten ist, kann man perfekt erkennen, dass einmal hier und einmal hier was stehen geblieben ist. Und wenn ich hier gucke, dürften das genau die Stellen sein, wo hier und hier das Messer kaputt ist. Nein! Wir haben aber ja noch ein zweites Messer und schneiden damit jetzt nach. Das ist zwar auch kaputt, aber vielleicht nicht so kaputt. Also und da war nichts. Ein bisschen mehr. So und. Nee, noch. Oh, guck mal jetzt von hinten. Guck mal von hinten. Dir diese feinste Hirnholzscheibe an, die da hängt. Das Ding ist wahnsinnig scharf. Oh Gott, alles hat sich bewegt. Perfekt. Wir schneiden noch einmal ein ganz bisschen nach. So und ab die Post. Und jetzt ist es hinten ausgerissen. Oh nein. Moment, Moment, Moment. Das können wir reparieren. Einmal hier kurz umbiegen den Käse. So, zack. Und jetzt einfach einmal volle Möhre durch. Dieser Ton dazu. Radan. Ob hier wirklich richtig steht? Hallo. Kann ich bitte. Lass meinen Anschlag los, du Mistding. Jetzt nochmal runter. Yep. Oh, wieder ausgerissen hier hinten. Aber die Schnittkante ist perfekt. Die Lösung ist natürlich ganz klar, eventuell. Vorne ist das Messer schlecht, wir wollen also weiter nach hinten. Also gehen wir näher ran, damit wir dann mit dem Anschlag weiter hinten schneiden. Also zuallererst schneiden wir in den Anschlag rein. Erstmal, oh Gott, das war die falsche Richtung. Erstmal ein bisschen vorsichtig. Oh Gott. Und jetzt schneiden wir noch mal unsere Gärung nach. Man kann das wirklich fein einstellen, das ist ganz cool. Und säbeln die ab. Anschlag nicht festgehalten, so. Aha, weiter hinten schneiden klappt besser. Einmal noch. Dann haben wir ihn. Und ab die Post. Das ist clean. Wir brauchen jetzt natürlich noch einen zweiten davon, um zu gucken, wie der Winkel ist. Wir brauchen eine zweite Gärung. Zack.
noch. Die ist jetzt direkt super sauber. Und bevor wir die abschneiden und kontrollieren, kontrollieren wir sie mal so. Oh, ohne Nachstellen, das sind genau 45 Grad. Da ist nichts, was übersteht. Wir sägen das mal ab. Einmal 45 Grad sollte jetzt im besten Fall 90 Grad ergeben. Jawohl! Das ist eine sehr, sehr geile Gärung, alter Schwede. Wow! Ich habe das jetzt einfach einmal zusammengeklebt, damit ihr von allen Seiten sehen könnt, wie super sauber diese Gärung ist. Das ist wirklich absolut geil und so einfach und ohne Strom. Mit der Gärungsstanze können wir super einfach Gärung herstellen und sie vor allen Dingen sehr, sehr präzise nachtrimmen. Und auch bei 90 Grad Schnitten ist das ja oft ein Problem. Wir wollen einen Hauch entfernen. Mit der Säge ist es schnell zu viel. Aber hier müssten wir jetzt, ich schiebe meinen Anschlag ein kleines Stück zurück, hier wirklich einfach nur ein hauchdünnes Scheibchen auf 90 Grad abschneiden können. So, oh Gott, dass wir meine Finger in den Griff kriegen. So. Und dann einfach ab die Post. Kabum. Boah, geht das da durch? Jetzt wollen wir mal gucken, ob das auch wirklich 90 Grad sind. Die Winkeleinstellungen bei dem Ding passen wirklich perfekt. Wir müssen es aber natürlich noch einmal drehen, damit wir auch in beide Achsen gucken. Ja, so kann man sich an das perfekte Maß rantasten. Hot oder Schrott? Das ist immer wieder die Frage, gerade bei alten Maschinen. Und eine Sache ist klar, das habe ich auch noch gar nicht gesagt. Ich glaube, das ist mit Abstand eine der maximal gefährlichsten Maschinen überhaupt. Ich glaube, dass man grundsätzlich sich kaum verletzen kann. Sollte man sich aber verletzen, dann ist es, glaube ich, katastrophal. Denn wir haben gesehen, Hirnholz schneiden in wunderbarer, ultraharter Weißeiche ist überhaupt kein Problem. Und das, was wir benutzt haben, ja, entspricht ungefähr dem Durchmesser von meinem Finger. Und wir können perfekte 90 Grad Scheibchen schneiden und wirklich super duper saubere Gärung schneiden. Grundsätzlich glaube ich trotzdem, dass dieses Werkzeug, ja, nichts für jeden ist. Es ist auf jeden Fall mega cool zu gucken, was gab es früher und wie funktioniert es. Es funktioniert absolut gut. Ich werde es auf gar keinen Fall wieder hergeben. Aber ich bin mir relativ sicher, ihr braucht es nicht. Oder vielleicht doch. Schreibt es doch einfach unten in die Kommentare. Wie seht ihr das? Ich finde, das Ding ist absolut nice. Perfekt zum Nacharbeiten und für saubere Verbindung ohne Strom. Also, smasht ein Abo rein. Das bedeutet, es ist hot. Kein Schrott. Bis zum nächsten Mal. Das war mein Knie. Das ist Schrott.